bist du? Wer zum Teufel bist du? Ich heiße Sam. Ich arbeite für Tom. Ah, ich kenn dich. Ich hab dich da gesehen. Dann bist du also unser zweiter Amerikaner, hä? Huh? Ah, ich hab schon gehört, dass du hier sein sollst. Na, dann komm her. Wir zeigen dir hier alles. Immerhin werden wir nicht umsonst als Späher bezeichnet. Oh. Mhm, kugelsicher Weste einmal. Zuallererst solltest du auf das Fledermonster aufpassen, das hier rumfliegt. Wir haben es nicht gesehen, nur gehört. Den Schreien nach zu urteilen, ist es riesig und fuchsteufelswild. Vermutlich ist es verwundet. Danke. Behalte ich im Hinterkopf. Wo wolltest du hin? Zur Feuerwache. Du kannst sie von hier aus sehen, das rote Gebäude mit Turm. Luftlinie etwa ein halber Kilometer von hier. Ja, aber du siehst nicht aus wie ein Vogel. Es ist zwar nah, aber es wird schwierig, dorthin zu kommen. Ja, Vögel sind in dieser Gegend besser dran. Schau, dieses unfertige Gebäude aus der Vorkriegszeit, da musst du durch. Das ist der einzige Weg zum oberen Sumpf, wo die Feuerwache jetzt ist. Allerdings hat sich dort eine Bande eingerichtet. Früher haben sie mit Sklaven gehandelt, aber neuerdings fangen sie tatsächlich diese menschenartigen Mutanten ein. Kannst du dir das vorstellen? Wir hadern schon ewig mit denen und überhaupt haben die noch nie Fremde gemocht. Die werden definitiv schießen, sobald sie dich sehen. Erwarte keine Warnung. Mhm. Also versuch unbemerkt zu bleiben. Vielen Dank, das werde ich. Gut, da kriegen wir hin. Was haben wir denn noch hier? Ah, hier, jetzt sieh mal dorthin. Siehst du das zweigeschossige, turmartige Gebäude auf diesem Inselchen? Das war mal eine Polizeiwache. Die wurde mittlerweile auch von einer Bande eingenommen. Ein Haufen Irrer. Obwohl sie jetzt, wie die anderen, Krüppel fangen. Das Geschäft ist hier auf dem Vormarsch, weißt du? Die haben dort eine Art Lager, also sollte es dort ganz gute Beute geben. Das kleine Inselchen beherbergt vermutlich ein kleines Lager. Vor ein paar Jahren tauchte in der Stadt eine neue Bande auf. Das waren total verrückte Mistkerle. Aber sie waren gut. Sie erpressten Banden, die dreimal so groß waren und ermordeten jeden, der nicht bezahlte. Sie waren ausgebildet wie Spätzners. Außerdem hatten sie Ausrüstung wie im Film. Rüstung, Waffen und Nachtsichtgeräte. Es lief gut bei denen. Am Ende kontrollierten sie einen Großteil der Ruinen, obwohl sie nur wenige waren. Die anderen Banden beschlossen dann, dass es reichte. Sie taten sich zusammen und machten sie komplett kalt. Alles, was von denen heute noch übrig ist, sind ihre Lager, die mit ihrem Zeichen markiert sind. Ein Schädel mit Nachtsichtgerät, also achte darauf. Warum? Ich wette, die Stellen sind schon längst geplündert worden. Da wäre ich mich nicht so sicher. Diese Typen haben mächtig geprahlt. Jedes ihrer Lager ist wie eine Rätselkiste. Einige Auserwählte durften daran, während die Normalos keine Chance hatten. Die Jungs fanden manchmal versteckte Knöpfe, mit denen Türen geöffnet wurden, nur durch pures Glück, denn das Prinzip haben sie nie durchschaut. Vielleicht blickst du ja durch, wenn du dir das mit deinem unvoreingenommenen amerikanischen Auge anschaust. Möglicherweise. Du hast die Krüppel vergessen. Ach ja, pass auf dem Inselchen mit dem Lager gut auf. Die Krüppel dort sind besonders groß und zäh. Ich weiß nicht warum und es ist mir auch egal, aber diese größeren sind enorm gefragt. Daher knallen die Jäger sie nicht ab. Sie fangen nur ab und zu ein paar davon und lassen den Rest wieder für Nachwuchs sorgen. Okay. Das wäre dann alles. Wir sollen dich beobachten und dir helfen, falls es nötig ist. Wir haben dir gesagt, was wir wissen, das sollte helfen. Danke, Leute. Ganz viel Glück. Bis dann. Warum kann ich nicht abknallen? Weil ich im Safe-Raum bin oder was? Oh Mann. Hey, aber. Hey. Ey, war das jetzt. Das war ein Fragezeichen von vielen. Bin ich mal interessant.
Arena aus. Das ist der Ort hier. Gut, den muss ich jetzt nicht unbedingt erfinden. Sorry, aber... Da muss man nicht unbedingt hin, ne? Egal. Wir versuchen unser Bestes und schlagen uns mal hier durch. Ein paar was angelockt. Gut, wo sind wir jetzt? Aha. Hat ja irgendwas zu bedeuten, die Planke, die Planke hier. Was sind wir denn hier? Hä? Hey, wo sind wir denn hier? Was haben wir eben bewacht? Ziemlich Bruchbude hier. Secret. Ah, so kann man in dem Raum. Wahrscheinlich kann man nicht so rein. Okay. Na dann. Alles mal mitnehmen. Yeah. Oh, cool. Und was haben wir da genommen? Was genau? Keine Ahnung. Gespeichert. Frividolisch. Okay, hier ist aber nicht viel. Erstmal Luft anhalten und dann... So. Haben wir das auch. Na, wir sind doch fast da, ne? Hey, wie kommen wir denn da jetzt hin? So viel zu fast da. Hey, wie kommen wir denn da hin? Braucht ein Boot. Ah, oh. Na gut. Hätte man mal sehen können, ne?
Ach du Scheiße, müssen wir da so rum? Von wegen, wir sind so weit da. Oder wir können. Viel dazu, dass wir fast da sind. Die bescheuerten Kackdinger. Jetzt wird laut hier! Meine Güte, ist das hier wieder laut! Nicht mehr auf der Bahn. Gut, da abzuknallen, weißt du, was ich meine? So, kann da einer rumfahren. Geht es dann gar nicht. Aus. Von euch gibt's hier viel zu viele. Die Schweinearmee der Mist! Bisschen ekelhaft hier. Arschloch. Hm.
Noch einer? Jo. Komm her, dein Köpfchen. Zwei. Wollen das jetzt alle? Haben wir es denn jetzt? Warum halten die die gefangen hier? Wie krank sind die Leute denn bitte? Warum? Hä? Ich chatte nicht. Warum gefangen? Wenn ich wieder erschießen kann. Hat keine Option. Kann natürlich aus. Dann verstehe ich das. Frage, die ich nicht beantworten kann. So. Keine Munition mehr oder was? Ich habe eine andere Munition, ne?
alles, bitte. Wer hat hier alles barrikadiert? Das geht nicht. So, warum ist hier alles versperrt? Verpackt. Verdammt. Was sind denn jetzt die Fledermäuse? Die haben gerade die ganzen Waren hier umgeschifft, da wo... Fledermaus, ne? Was geschieht hier? Ist denn der gekrabbelt? Junge, was ist denn hier los? Ein Bosskampf wieder. Das hat mir ja noch gefehlt. Mein. Spiel? Ein beschissenes Spiel. Was? Backenstelle wieder gespeichert. Beste Speicherpunkt ever, den du dir aussuchen konntest. Mensch. Ich bin, also, boah. Wow. Dieses Spiel, ne? Warum der nicht so viel automatisch speichert? Keine Ahnung. Mal zurück. Das Vieh will ich noch besiegen, bevor wir da den Schlusscut machen. So. Hat sie erst gleich Griffen zu Scavenger an, ne? Wie die heißen, diese Wölfe da. Aber dann kann es fehlen, was wie. So kann ich jetzt hier speichern. Gut. Jede Menge. Ich kann das Fledermaus mähen.
Alter. Ah, durch die Autos. Kleines Drecksvieh. Kannst du gleich mit denen? Vorbeigelaufen. Sam, meine Leute am Außenposten berichten, dass ein Sturm aufzieht. Du solltest dir also schon suchen. Danke, Tom. Das mache ich. Viel Glück, Sam. Abschutz. Die Blocher. Schutz suchen.
Was für ein Gestank! Sprichst du mit mir? Na ja, ich sag dir, mein Bruder ist vollkommen blind. Die Synchronstimme kenne ich doch. Er glaubt, ich will ihm seinen Anteil am Geschäft wegnehmen. Wir besitzen einen Autohandel. Fahr mit Recht. Mit gebrauchten Japanern. Beste Qualität. Aus dem Nichts hatten wir ein blühendes Geschäft aufgebaut und dann brrr, tritt er durch. Wir haben sogar den Code unseres Selbst geteilt. Er kennt eine Hälfte, ich die andere. Darauf waren wir mal stolz. Natürlich kannte unsere Buchhalterin Angela beide Hälften. So. Sonst hätten wir zwei immer im Büro bleiben müssen. Aber wir hatten uns vertraut. Verstehst du? Und dann warf das Arschloch mich raus und nahm mir meinen Geschäftsanteil weg, sodass ich mich jetzt von diesen Ratten ernähren muss. Halt deine Klappe. Nicht nur das, dann ist er auch noch durchgedreht. Sag, ich hätte das Geschäft übernommen, nicht er. Kannst du dir das vorstellen? Ich würde ihn gern wieder zu Sinnen bringen. Jemand muss seine Codehälfte in Erfahrung bringen, sich in den Laden schleichen, die Papiere aus dem Safe holen und sie mir bringen. Dann kann ich ihm zeigen, wer als Inhaber eingetragen ist und ihm beweisen, dass er mich rausgeworfen hat, nicht umgekehrt. Vielleicht wird er dann ja wieder normal. Hör zu, das ist nicht leicht zu merken. Meine Hälfte des Codes lautet 1, 2, 3, 4. Bring einfach deine Codehälfte in Erfahrung und bring mir die Unterlagen aus dem Safe. Muss doch auch nicht umsonst sein. Wie lange die Speicherung sind, ne? Jetzt werden wir sehen. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wer wirklich verrückt ist. Dann muss er es zugeben. Hier, ach so, ist das Radio. Hast du sie schon? Hab ich sie schon? Diesmal kann er sich vor der Wahrheit nicht verstecken. Bald werden alle sehen, was er für ein Bruder ist, dieser Mistkerl. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Besorg mir die Unterlagen aus dem Safe, dann wird seine Maske fallen. Ich will hier raus, sei ihr Scheiße. Ich rede hier immer noch. Alter, ich bin crash, verfolgt mich. Okay, das da machen wir beim nächsten Mal. Haut rein, ne? Bis dann, ciao.